Schluss mit Abfallimport. China hat die Tonne voll Stand. 11.12.2017, 11.40 Uhr Seitenanfang. Der weltgrößte Müllimporteur China hat angekündigt, die Auflagen für die Einfuhr von Abfall zu verschärfen oder die Importe gleich komplett zu verbieten. Dann bleiben die Industrienationen wohl auf ihrem Müll sitzen. Von Axel Dolloff, ARD Studio Peking. Die erste Ankündigung kam bereits im Sommer. In einem Schreiben an die Welthandelsorganisation hatte China angekündigt, die Einfuhr von Müll besser zu kontrollieren oder gleich ganz zu verbieten, um die Umwelt und die eigene Bevölkerung zu schützen. Operation Grüner Zaun. Jetzt hat die chinesische Regierung die Auflagen nochmal konkretisiert. Die Einfuhr von 24 Abfallarten soll ab 2018 verboten werden, darunter diverse Plastiksorten, Metall- oder Elektroschrott. Chinas Regierung nennt die Anti-Müll-Initiative Operation Grüner Zaun. Der Müll, der noch kommen darf, muss besser sortiert und weniger verunreinigt sein. Bislang ist China weltgrößter Müllimporteur. Seit rund 30 Jahren exportieren die großen Industrienationen mit großen Containerschiffen viel von ihrem Abfall in die Volksrepublik. Noch im vergangenen Jahr waren es rund 7,3 Millionen Tonnen Plastikmüll aus aller Welt. Ein Geschäft für beide, der Westen wurde auf diesem Weg seinen Müll los, China hat daraus Rohstoffe und extrahiert oder recycelt Kupfer, Eisen, Papier. In vielen Pekinger Straßen liegen Habseligkeiten und Müll von vertriebenen Wanderarbeitern. Chinas Müllberg wächst. Ein Problem ist, dass der Müll aus dem Westen oft toxisch verunreinigt in China ankommt. Zum anderen hat das Land mittlerweile genug eigenen Müll. Nach offiziellen Angaben hat die Volksrepublik im vergangenen Jahr rund 200 Millionen Tonnen Hausmüll produziert und weitere 3,3 Milliarden Tonnen Industrieabfälle. Das ist rund 10-mal mehr als vor 10 Jahren. Laut aktuellem 5-Jahres-Plan steckt China allein in den kommenden Jahren viele Milliarden Euro in den Bau von neuen Müllverbrennungsanlagen. China will keinen Müll mehr importieren. Dolloff, ARD Peking. 11.12.2017, 11.33 Uhr. Download der Audiodatei. Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: MP3 OK. Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Ziel Speichern unter auswählen. Über dieses Thema berichtete Inforadio am 11. Dezember 2017 um 6.11 Uhr. Mehr zu diesem Thema: Mehr Recycling braucht das Land. 31.03.2017, 400 Müllteile auf 100 Meter Strand. 14.09.2017 Weltatlas. China, Ihre Meinung. meta.tagesschau.de. Zwei Kommentare zur Meldung. Neuester Kommentar von Gnum am 11.12.2017, 12 Uhr 3 Uhr. 7,3 Millionen Tonnen Plastikmüll in einem Jahr. Und Plastik wiegt sehr wenig, daher kann man sich die Dimensionen eines solchen Müllberges kaum vorstellen. Dass wir unseren Müll nach China und Afrika exportieren, war ja bekannt, aber nicht, um welche Mengen es eigentlich geht. Haben Experten schon ausgerechnet, wie viele neue Arbeitsplätze in der Recycling-Wirtschaft entstehen und um welchen Preis sich Waren nun verteuern werden?